Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es wird morgen wieder eine Bund-Länder-Runde geben, die über die weitere Reaktion auf die Corona-Pandemie beraten wird. Erste Informationen sind bereits bekannt. Aus unserer Sicht ist es im Dezember erforderlich, dass wir Kontakte reduzieren, dass wir Kontakte beschränken. Das findet unsere Unterstützung. Aber für uns fehlt unverändert eine Debatte darüber, unter welchen Bedingungen eigentlich öffentliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben wieder stattfinden kann. Die entsprechenden Vorbereitungen müssen ja auch gegebenenfalls getroffen werden. Man kann sehr schnell einen Stillstand befehlen. Der Neustart braucht Vorbereitung und Vorlauf, beispielsweise im kulturellen Bereich. Eine solche Diskussion findet gegenwärtig nicht statt. Aus unserer Sicht ist es ebenfalls nicht notwendig, dass auf Dauer gastronomische Betriebe oder Museen geschlossen bleiben, denn unter den geeigneten Bedingungen mit den richtigen Hygienekonzepten ist es auch möglich, dass dort wieder Leben stattfindet. Zum Zweiten fehlt uns ein klares Bekenntnis zu einem regional differenzierten Vorgehen. Wenn in Bayern bei Herrn Söder die Pandemie noch sehr viel mehr Infektionen verursacht als in Schleswig-Holstein, dann muss es regional unterschiedliches Vorgehen geben. Warum müssen die Menschen in Schleswig-Holstein, wo die Zahl von 50 Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner pro Woche unterschritten wird, warum sollen die gleichen Grundrechtseingriffe hinnehmen müssen, wie beispielsweise dann in Bayern? Also ein regional differenziertes Vorgehen ist freiheitsschonend und zugleich ein Beitrag, um die dauerhafte Akzeptanz der Corona-Maßnahmen zu sichern. Es hat Fortschritte gegeben beim Schutz der besonders gefährdeten Gruppen, Menschen mit Vorerkrankung und ältere Menschen. Es ist zu begrüßen, dass es jetzt FFP2-Masken gibt, die ausgegeben werden und auch eine größere Zahl von Schnelltests pro Pflegebedürftigen findet unsere Unterstützung. Das sind Bausteine, um einen wirksamen Schutz der besonders gefährdeten Menschen vorzunehmen. Aber das ist noch nicht ein abschließendes Konzept. Die Zahl der Betroffenen in Pflegeeinrichtungen ist für uns zu hoch. Denn das sind die Menschen, die dann ins Krankenhaus gehen müssen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Und oft sind dort dann auch die Sterbefälle zu beklagen. Unsere nationale Kraftanstrengung muss sich wesentlich stärker konzentrieren auf den umfassenden Schutz der Menschen mit Vorerkrankung und der älteren Menschen. Es geht nicht darum, sie zu isolieren, aber eine systematische Teststrategie, die systematische Ausgabe von FFP2-Masken zu verbinden mit einem entzerrten Alltag, in dem zum Beispiel auch am Sonntag eingekauft werden kann oder es unter der Woche exklusive Zeitfenster für Menschen mit eben einem besonderen Gesundheitsrisiko gibt, Taxigutscheine statt auf den Bus verwiesen zu werden, aktive Nachbarschaftshilfe und weiteres mehr. Damit würden wir nicht nur die besonders Gefährdeten schützen, sondern auch das wäre ein Beitrag dazu, für die Gesellschaft insgesamt wieder mehr Öffnung und Bewegungsfreiheit zu erreichen. Und zuletzt wünschen wir uns von der Regierung eine Offensive für den Impfschutz. Logistisch muss am Impfprozess gearbeitet werden, aber es müssen auch die Menschen überzeugt werden davon, dass diese Impfung vertretbare Risiken und Nebenwirkungen hat. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist gemessen an dem Grad der Bedrohung und der Freiheitseinschränkung noch zu gering. Und es ist eine Aufgabe der Bundesregierung, bereits jetzt daran zu arbeiten, dass die Menschen sich impfen lassen. Der Beginn muss sein bei den besonders Gefährdeten und denen, die in Heilberufen arbeiten. Aber im nächsten Jahr wollen und müssen wir ja diesen Impfschutz weiter ausdehnen. Wir werden die Ergebnisse morgen daran messen, ob sie eine dauerhaft durchhaltbare Krisenstrategie darstellen oder ob es eine Fortsetzung der Salamitaktik gibt. Anfang November hieß es, im Dezember geht es wieder auf. Jetzt werden die Maßnahmen schon
verlängert mit einer kurzen Unterbrechung bis ins neue Jahr. Herr Kretschmann lässt sich bereits heute gegenüber Medien zitieren. Auch im Januar gibt es keine Öffnungsperspektive für die Gastronomie. Das ist für uns keine dauerhaft durchhaltbare Strategie. Und deshalb muss auch über Ergänzungen bzw. alternative Herangehensweisen diskutiert werden. Denn es gibt sie und Experten vertreten sie. Wir haben drei heute in unserer Sitzung auch zu Gast zugeschaltet. Also Dr. Andreas Gassen, den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sowie die Virologen Professor Hendrik Streeck und Professor Jonas Schmidt-Kanasit. Wir haben in dieser Woche ein zweites Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich den Bundeshaushalt, die neuen Ankündigungen von Herrn Scholz. Herr Scholz hat über eine, ich sage mal, Tischvorlage dem Haushaltsausschuss mitgeteilt, wie viel erheblich höher er im nächsten Jahr die Nettokreditaufnahme anzulegen gedenkt. Das muss sorgfältiger begründet werden. Der Deutsche Bundestag ist der Haushaltsgesetzgeber. Hier gibt es die Prinzipien der Haushaltsklarheit und der Haushaltswahrheit. Viele von den Milliarden, die die Regierung in diesem Jahr ins Schaufenster gestellt hat, sind überhaupt noch gar nicht irgendwo angekommen. Das widerspricht dem Prinzip der Haushaltsklarheit und der Haushaltswahrheit. Jetzt wird das im nächsten Jahr wiederholt oder was? Das kann nicht sein. Wir wollen sehr genau wissen, welche Gelder eingesetzt werden und wofür. Und im Übrigen muss irgendwann kritisch die Frage danach gestellt werden, sind diese Schulden eigentlich in dieser Höhe tatsächlich notwendig, wenn das Geld nicht abfließt oder wenn das Geld für anderes als für pandemiebedingte Ausgaben eingesetzt werden soll. Der Bundesrechnungshof warnt ja bereits davor, dass inzwischen viele Maßnahmen mit Corona begründet werden, viele Ausgaben mit Corona begründet werden, die in Wahrheit mit der Pandemie nur in einem losen Zusammenhang stehen. Wir haben vor, Vorschläge ganz konkret einzubringen, um die Nettokreditaufnahme drastisch zu reduzieren auf das, was tatsächlich nur erforderlich ist. Beispielsweise die Auflösung von Rücklagen stünde da aus unserer Sicht jetzt an. Das hat nicht nur einen Grund in der Schuldentragfähigkeit unseres Landes, selbst die kommt irgendwann vielleicht an ihre Grenzen, sondern es hat insbesondere eine Veranlassung aus der europäischen Perspektive heraus. Denn schon jetzt wird zum Beispiel in Italien über einen Schuldenerlass gesprochen. Und damit drohen neue Turbulenzen an den Kapitalmärkten, wie wir sie vor gut einem Jahrzehnt in der Staatsschuldenkrise in Europa erlebt haben. Insofern ist finanzpolitische Solidität in unserem Land nur wirklich die Schulden aufzunehmen, die zwingend erforderlich sind. Das ist eine Investition in die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt, ist eine Investition auch in dauerhaft solides Wirtschaften über unser Land hinaus. Wie gesagt, wir werden dazu in der Bereinigungssitzung ganz konkrete Vorschläge unterbreiten. Und worauf wir, und das ist mein letzter Punkt, verzichten wollen, das ist eine zusätzliche Belastung. Das ist jetzt ja auch über die Beratungen zu morgen oder die Vorbereitung der morgigen Konsultation ein Corona-Soli ins Spiel gebracht worden. Auch aus der Grünen Partei gibt es Vorschläge für zusätzliche Belastungen bei Steuern und Sozialabgaben. Der Kandidat für den Vorsitz der CDU, Herr Merz, schließt ebenfalls Steuererhöhungen nicht aus. In der jetzigen Situation ist die Ankündigung höherer Steuern und Abgaben Gift für die wirtschaftliche Belebung. Viele kämpfen um ihre Existenz, viele Betriebe haben Rücklagen und Eigenkapital verbraucht, Menschen haben die eigene Vorsorge aufgelöst oder reduziert und jetzt soll zusätzlich noch belastet werden. Das kann nicht der Weg sein. Aus unserer Sicht brauchen wir nun zwei Leitplanken. Die erste Leitplanke ist ein Moratorium für neue Staatsaufgaben und Staatsausgaben, solange nicht die bisherigen auch nachhaltig finanziert werden können.
Und zum anderen brauchen wir eine wachstumsorientierte Politik. Und Wachstum entsteht insbesondere dann, wenn wir es aus der Mitte der Gesellschaft und der Wirtschaft entfesseln, indem private Investitionen attraktiv sind und die Menschen in der Lage sind, private Vorsorge zu betreiben und auch wieder Kapital aufzubauen. Aus diesem Grund gehen unsere finanzpolitischen Vorschläge in die Richtung, die Schuldenaufnahme zu reduzieren und gleichzeitig aber Spielräume zu eröffnen, fiskalische Spielräume zu eröffnen für eine Entlastung. Und unser Vorschlag ist, und an ihm halten wir auch in der jetzigen Lage, gerade in der jetzigen Lage muss ich sogar sagen, fest, den Solidaritätszuschlag komplett und für alle bereits rückwirkend mit dem 01.01.2020 abzuschaffen und den Einkommensteuertarif insbesondere für die kleinen und mittleren Einkommen leistungsgerecht abzuflachen. Für diejenigen, die in diesem Jahr mit Verlusten zu kämpfen haben, die die Existenz auch eines Betriebs gefährden können, wollen wir die komplette Verrechnung der Verluste des Jahres 2020 gegen die Steuerschuld 2019 und 2018 erreichen. Es macht ja wirklich gar keinen Sinn, widerspricht geradezu jedem gesunden Menschenverstand, dass in diesem Jahr Menschen, in diesem Jahr Betriebe möglicherweise in die Zahlungsunfähigkeit rutschen, weil sie die Steuerschuld für die Rekordjahre 2019 und 2018 begleichen müssen. Für den Staat wäre das übrigens aufkommensneutral, denn wie Sie wissen, ist es ja so, dass die Verluste dieses Jahres sonst gegen die Verluste der Zukunft gerechnet werden können. Wir drehen es also nur um und nicht nur gegen die zukünftigen Gewinne wird gerechnet, sondern auch gegen die Vergangenheit können Gewinne und Verluste verrechnet werden. Das wäre die unbürokratischste, am schnellsten wirksame Maßnahme der Stabilisierung auch von Betrieben mit Fortsetzungsperspektive, aber akuten Liquiditätsproblemen. Ja, so viel von mir zu drei Beratungsgegenständen. Genau, kommen wir zu den Fragen, bitte schön. Herr Wilp hat schon eine Frage weitergereicht. Ich habe zwei Fragen, und zwar eine zur Frauenquote, was Sie davon halten, und Sie haben gerade von Steuererhöhung gesprochen, die Herr Merz angesprochen hat. Glauben Sie vor oder nach der Bundestagswahl? Unsere Frauenpolitikerinnen haben sich kritisch gegenüber der Quote geäußert, weil wir viele, viele andere Aufgaben haben, als nur auf die quotale Besetzung absoluter Führungspositionen. In der Wirtschaft sind ja nur wenige Menschen betroffen zu achten. Und insbesondere würden wir uns wünschen, dass insbesondere die SPD-geführten Ministerien alle überhaupt eine hinreichende Zahl von Frauen auf der Führungsebene haben, bevor man Vorgaben an die Wirtschaft macht, der sich bislang zum Beispiel die SPD ja selbst gar nicht verpflichtet fühlt. Bei den Steuererhöhungen schließe ich nach der Bundestagswahl eines aus, kann ich sogar eine Garantie geben. Mit der FDP in Regierungsverantwortung wird es keine Erhöhung von Steuern geben, sondern wir werden alles darauf konzentrieren, die Menschen jetzt zu entlasten, die während der Krise finanziell in Schwierigkeiten geraten sind und überhaupt erst wieder stark werden müssen. Steuererhöhungen wären wirklich Gift für die wirtschaftliche Belebung, zerstört die Zuversicht, und wir haben auch ohne Corona schon große Sorgen hinsichtlich unserer Wettbewerbsfähigkeit ja gehabt. Sie wissen, dass wir auch ohne Corona bereits auf dem Weg in den wirtschaftlichen Abschwung waren. Wie gesagt, da müssen Sie im Einzelnen unsere Frauenpolitikerinnen zu befragen. Die sehen das aus einer unterschiedlichen Motivlage heraus fachlich kritisch. Zweite Frage. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen auch.